What? War's das schon? Okay, hallo. Hallo zum nächsten Video. Snow White Princess. Zot. So hot. Hotte Schneewittchen. Also sie ist echt hot. Guck mal, ey, guck mal, wie sie da aussieht. Da ist voll hier die, kann man voll dran ziehen an den Zöpfen und sagen, hey, du bist doof, du bist ein Pupu, du bist doof. Und das ist von Juju. Und es gibt so viele verschiedene Namen. Jeder möchte groß werden. Wer wurde überhaupt groß? Ist egal, wir starten mit. Aha. Das ist, mal kein japanisches. Ich glaube, das ist, koreanisch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch Thai, aber nicht irgendwas da. Nordkorea. So wie es aussieht, ist es Nordkorea. Und, wie es aussieht, ist es ein Puzzle, das total schwer ist, weil man nicht weiß, wohin damit, weil sie da nicht gezeigt werden. Ich meine, ich finde das ziemlich heftig, weil das ist ein Spiel für Kinder, für Mädchen, und das ist viel zu schwer. Warum habt ihr das Poster nicht schon vorher fertig gemacht? Damit die Kinder sagen können, hey, ich bin fertig. Ich habe das geschafft. Und ihr habt viel zu wenig Zeit gegeben. Viel zu wenig Zeit, um das Puzzle fertig zu machen. Wie sollen denn die Mädchen das überhaupt schaffen? Das geht doch total an ihre Selbstwertgefühl. Ah! Es war die ganze Zeit Schneewittchen? Das ist jetzt eine Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass wir Schneewittchen als Puzzle legen. Sachen gibt's? Das Leben steckt voller Überraschungen. Hui! Mann, Mann, Mann. Da muss ich mir erstmal an den Kopf fassen. Boah. Ich hab ja vieles erwartet. Aber doch nicht das. Schneewittchen. Du bist mir eine. Dass du einfach so plötzlich als Puzzle erscheinst. Und dann auch noch so ein schweres. Fast hätte ich es nicht in der Zeit geschafft. Schneewittchen. Du Spaßvogel, du. Wollen wir jetzt spielen? Nachdem du mich so gefoppt hast? Aber du bist echt gut darin, Leute zu überraschen, Schneewittchen. Lass mich dich überraschen. Ich gebe dir meinen Apfel. Da kannst du dann reinbeißen und einen Rufi mit runterschlucken. Und dann werde ich dich zu den 7 Zwergen bringen, die in Wirklichkeit 7 Leute sind, die bezahlen. Und wenn du aufwachst, bist du in einem Glasbehälter und darfst tanzen. Und dann füllen wir diesen Glasbehälter nach und nach und du kommst ins Guinness Buch Rekorde als Proteinshake. Boah, ich bin immer noch hin und weg von dieser Überraschung. Boah, das Puzzle, es hat mich so gefordert. Ich war so konzentriert, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was wir da eventuell hinlegen. Es war Schneewittchen. Hui. Und jetzt ist alles weiß. Denn es heißt ja auch Schneewittchen. Und wie wir alle wissen, ist Wittchen ein anderes Wort für ein Hase. Also ist es ein Schneehase. Und die Ende von der Geschichte. Und ist die Schneewittchen ist Hase geworden, so. Und hat sich versteckt in Schnee. Und nun ist Schnee. Und der Schnee blendet uns. Und wenn wir nicht aufpassen, wird uns Schneewittchen wieder voll überraschen. Indem sie ein Bär wird. Ein Schwarzbär. Und dann sehen wir den und sagen wir, guck mal, da ist schwarz auf weiß. Schneewittchen. Und dann lachen wir alle, während uns Schneewittchen zerfetzt. Schneewittchen, du bist so eine drollige Mädchenfrau. Tja, die Zwerge haben den ganzen Tag Spaß mit dir. Man kann gar nicht verstehen, warum die böse Stiefmutter so böse ist und dich hat versucht zu tun, wegzunehmen, hauen. Töten.
Ha, naja, aber jetzt bist du im Schnee. Und sie macht einen Schneeengel. Den sehen wir aber nicht, weil das ist so schneeig, so voll Schnee, so schneelig, Schneewi, Schneewi. Jetzt im Handel, Schneewi. Die Schneewittchens Form in Hase. Kauft jetzt und sucht selbst. Zum Ausmalen. Weiße Stifte liegen bei. Schneewittchen ist so eine. Da hat sie mich doch wirklich, wirklich dran gekriegt. Hui, hui, hui.